So. Und an der hier schnell vorbei. Und tschüss. Gut. Denselben Mist schon wieder. Diesmal kriegen wir das aber besser hin. Und sie erwartet uns, wie gemein. Könntest du dein strenges Atmen bitte lassen? Ja, Treffer. Nein! Nein! Mann, wir hatten sie doch fast. Och, Mann. Ach Leute, das ist einfach nur nervig. Einfach nur nervig. Könntest... Nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott, jetzt hatten wir so Glück, dass sie sich gerade in dem Moment umgedreht hat. Sonst wäre das echt blöd gewesen. Oh Mann. So Leute, diesmal kriege ich es hoffentlich hin. Hoffentlich. Oh Mann. Oh Gott. Ich bin der Einzige, der sich so bescheuert anstellen kann, oder? Kann das sein? Kann das sein? Ja, okay, bestimmt nicht der Einzige, aber einer der Besten. Nur ich kann sowas. So. Oh Mann, dabei kenne ich das Spiel sogar und trotzdem fail ich so sehr darin. Oh, ist das schlimm. Na, was soll's. Diesmal machen wir dich aber endgültig fertig. Jetzt bist du geliefert. Boah, das war jetzt verdammt knapp. Au. Bam, aufgehalten. Das war knapp. Oh. Boah, das war wieder so knapp. Wow, das war gut ausgewichen. Boah, wieder mal so richtig knapp. Jetzt hätte sie uns fast schon wieder erwischt. Egal. Hä? Ich will den zerstören, danke. Geht doch. Jetzt tanzt du so bescheuert durch die Gegend. Ich glaube, ich hätte ihn doch nicht befreien sollen. Ah. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Wow, nee, wirklich. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich mit ihnen anzuschließen. Ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpel sind noch eingesperrt. Hilfst du ihnen? Auch so interessant, dass sie so mitzählen, obwohl sie eigentlich gar nichts davon wissen können. Wahrscheinlich beobachten sie mich ständig die ganze Zeit und wissen deswegen, wie viele ich schon befreit habe und wie viele mir noch fehlen. Bäm. Ach, hier sind nur Rubine. Okay, dann hat sich das nicht sonderlich gelohnt. Was soll's. Okay, zwei fehlen uns noch. Die sollten wir eigentlich auch noch finden können. Sollten wir eigentlich auch noch finden. Außer ich stelle mich natürlich zu blöd an. Kann natürlich auch sein. Nee. So blöd stelle ich mich dann doch nicht an. Okay. Hier... Gibt es so einen Weg, den man gehen kann? Ich bin hier immer so ein bisschen umständlich gelaufen. Wow! Oh Gott. Oh mein Gott. Hat die mich jetzt gesehen? Und zwar schweben wir einfach über sie drüber.
Genau so. Und tschüss. Ja! Geschafft. Das war einfach. Hier rauf. So, erstmal normale Stiefel an. Die Gleitstiefel sind nur zum Gleiten tauglich und nicht zum Normalgebrauch. Jetzt müssen wir darüber, oder wie? Na, hoffentlich, sonst habe ich den ganzen Weg, bin ich den ganzen Weg umsonst gelaufen. Zack. Ah, wir können hier rauf, cool. So, mal gucken, was ist denn hier oben? Vielleicht eine Truhe oder sonst irgendwas. Und dort hinten ist die Truhe. Und hier kommen wir wahrscheinlich nur mit den Gleitstiefeln rüber. Gut, dass wir die auch dabei haben. Yes! Und geschafft. Mal sehen, was hier ist. Gut, mal gucken, was in der Truhe drin ist. Und es ist ein Herzteil. Ich muss sagen, beim letzten Durchspielen bin ich gar nicht hier raufgekommen. Ganz einfach deswegen, weil ich das hier vor dem Schattentempel gemacht habe. Also, nee. Nee, Gleitstiefel hat man ja woanders bekommen, nicht Schattentempel, sondern irgendwo anders. Egal, also ich habe das hier gemacht, bevor ich die Gleitstiefel hatte, deswegen musste ich auch so ein bisschen umständlich arbeiten. Vor allem bei der Stelle vorhin, wo wir einfach rübergeflogen sind über die zwei Wächterinnen. Ja toll, und wo jetzt lang, ist die Frage. Warte mal, hier ist noch was? Ist hier vielleicht irgendwo noch jemand? Ich hoffe mal. Ja, sehr gut. Ich weiß zwar, ich weiß zwar nicht, wer du bist, bla bla bla, du musst ganz schön mutig sein. Ah, das hatten wir doch schon alles. Wieso kann ich das nicht überspringen? Ich drück auf alle Tasten, aber es tut sich überhaupt nichts. Yeah. Jede Menge Gerudewächterin. Ach nee, wirklich. Au, lass das. Bam. Die Druckwelle war zu stark für dich, was? Und Treffer. Und du verschwindest jetzt besser. Und tschüss. Gut, das war der dritte von vier. Danke, Junge. Du bist super. Ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Bitte hilf auch ihm. So, gut, nur noch der letzte. Dann haben wir dieses nervige Prozedere endlich hinter uns. Also ich finde es ein bisschen nervig, aber jo. Ah, toll. Natürlich komme ich genau hier raus und... Ah, toll. Schön. Natürlich komme ich genau dort raus. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll, Leute? Oh, Mann. So. Okay, wo könnte denn der letzte sein? Keine Ahnung. Wo könnte er denn noch sein? Da gab es, ehrlich gesagt, sogar einen kleinen Weg. Also, wo die eine Wächterin hingelaufen ist, dort könnte er noch sein. Aber so spontan fällt mir eigentlich sonst kein anderer Weg ein. Er müsste eigentlich fast dort sein. Ich wüsste nicht, wo er sonst sein könnte.
Ach nee, dann sind wir nur hier. Okay, es bringt also nicht sonderlich viel. Nee, okay, er war nicht dort, okay. Na, was soll's. Oh, toll. Und tschüss. Wenn man richtig gut ist, dann kann man, was ich vorhin einmal geschafft habe, so in die Tür reinspringen, dann wird man, selbst wenn sie einen sieht, dann macht es nichts, weil man eigentlich schon in der Tür drin ist. Finde ich auch so geil. Na okay, dann muss er irgendwo oben sein oder so. Keine Ahnung. Mach mal bitte schnell hin. Kaum zu glauben, dass sie das nicht hört. Nö, da ist nichts. Ich habe nichts gehört. Was soll's? Geh ich weiter. So, jetzt bin ich wieder hier beim zweiten. Oh Mann. Ich habe echt keine Ahnung, wo der letzte sein könnte. Ich stehe eigentlich wieder an so einem leichten Ort, dass ich wieder denke, oh, Facepalm-mäßig. War mal hier? War ich hier? Ah ja, ich. Von hier bin ich gerade eben gekommen. Ich bin so blöd. Und ich werde noch entdeckt. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll. Yeah. Yep. Schön. Das ging schnell. Oh Mann. Nee, den letzten will ich heute noch kriegen. Heute noch. Wenigstens das will ich noch erledigen. Ja. Also, ich kann mich daran erinnern, dass er bei diesem Geheimweg, wo ich jetzt gerade eben hingehen könnte, hingehen konnte, dass er dort sicher nicht ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber mir fällt so spontan einfach nicht ein, wo er sonst sein könnte. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich suche ihn überall. Ich finde ihn aber nirgendwo. Was tun, was tun, was tun.